Hallo meine lieben Diamonds, herzlich willkommen zu einem dicken Auspackvideo. Ich habe Post von Do It Yourself Digital Art. Über diese Post freue ich mich riesig, ja, das ist der Hammer. Ich habe ein paar Dinge bestellt, die ich mir schon ein bisschen länger gewünscht hatte. Und zwar sind da nicht nur Diamond Painting Sachen drin, sondern auch ganz andere Sachen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir packen mal gemeinsam auf. Ich habe schon aufgeschnitten, weil ich gucken musste, ob auch das drin ist, was ich wirklich erwarte. Ich freue mich. Ich bin so aufgeregt. So, wir gucken mal rein. So, ich hole nach und nach die Sachen raus und zeige sie euch. So. Als allererstes. Ich bin ja total hibbelig, ne? So. Hier seht ihr, es ist kein Diamond Painting, das erste Produkt, was auch nicht schlimm ist, aber es kommt in meine Ecke hinter mich für Streams. Und zwar bin ich ein kleiner Game of Thrones Fan. Und Do It Yourself Digital Art führte diese Funk-Pop-Figur. Ich habe sie gesehen und habe fast geweint vor Freude. Ja, ich durfte mir aussuchen, was ich wollte. Und ja, etwas blöd, beim Versand hat es ein bisschen geknickt. Das ist natürlich nicht so schön. Ne, also, wenn man die sammelt, ist es natürlich blöd. So, ich werde das aber mit Tesafilm dann festkleben, sodass es dann wieder so steht. Guckt euch das an, das ist Daenerys. Ist sie nicht toll? Ich muss sie rausholen, unbedingt. So. Wir holen sie einfach mal raus. Das ist die Pop-Funk-Figur von Do It Yourself Digital Art. Ja. Meine Daenerys, ich liebe diese Serie. Ich finde das Ende von der Serie sehr, sehr schade. Dazu sage ich jetzt aber auch nicht mehr, weil viele die Serie vielleicht bis zum Ende gar nicht geguckt haben. So, Daenerys hat ihre typische Frisur. Das Armband, das Kleid. Khaleesi, ja. Super, super schön. Ich freue mich, diese Figur endlich in den Händen zu halten. Ja. Ich habe bis jetzt ja nur eine Pop-Funk-Figur von meinem Baby Yoda. Und die habe ich von einer Zuschauerin bekommen. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, jetzt mal von meinen Lieblingsserien auch mal die Pop-Funk-Figuren zu sammeln. So. Ist halt blöd mit dem Versand gewesen, dass es hier so Knicke hat. Aber wenn man mit Tesafilm hier das fixiert und hier unten fixiert, dann geht's wieder. Dann kann man es hinstellen. So, das war aber noch nicht alles zum Thema Game of Thrones. Und zwar habe ich noch was ausgesucht. Ich konnte nicht anders. Danach kommen wir aber wieder zu Diamond Painting Produkten. Keine Sorge, ich habe auch Diamond Painting ausgesucht, oder? Ja, ja sicher. Ja sicher. So, ich zeige euch jetzt mal was. Das habe ich gestern schon meinem Mann gezeigt. Mit Freudentränen. Es ist der Hammer. So. Und zwar für Do-It-Yourself Digital Art Minispieluhren von Harry Potter, von Game of Thrones und vielen, vielen mehr. Und ich habe diese hier. Ich spiele sie mal. Ist das nicht schön? Oh, das ist so schön. Ja, die Spieluhr ist ganz, ganz klein. Und sie spielt die Melodie von Game of Thrones ab. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich toll. Und so schön verschnörkelte Muster auf der Kiste. Also das finde ich wahnsinnig toll. Die gab es auch in Schwarz, aber die war leider ausverkauft. Die werde ich mir wohl das nächste Mal auswählen. Und von Harry Potter, die möchte ich auch noch haben. Also ich finde es Hammer. Deshalb, also wenn ihr auf Serien abfahrt, schaut euch ruhig mal bei Do It Yourself Digital Art um. Da kriegt ihr auch solche Dinge. Ja, ihr kriegt nicht nur Diamond Paintings, ihr kriegt nicht nur Puzzle oder Malnachzahlen, ihr kriegt auch hier sowas. Das ist wirklich der Hammer. So. Dann kommen wir mal zum nächsten Produkt. Da holen wir jetzt mal ein Diamond Painting raus. Und zwar habe ich nicht, ich habe ja nicht nur eins bestellt. Ich habe ja zwei Diamond Paintings bestellt. So. Und ein Puzzle. Ja,
ein rundes Puzzle. Ein rundes Puzzle habe ich mir bestellt. Ich packe meinen Müll weg. So, da bin ich. Ich habe mir ein rundes Puzzle bestellt. Warum? Weil ich es noch nie gemacht habe. 1000 Teile. Und ich fand dieses Sternzeichen... Diamond Pencil schon. Dieses Sternzeichen-Puzzle fand ich so schön. Da sind alle Sternzeichen vereint. Ja. Finde ich super schön. Eine tolle Sache. Und hier seht ihr, das wird rund. Wahnsinn. Das werden wir zusammen in Livestreams machen und in Videos machen. Aber das kommt noch. Ja. Das packe ich auch noch nicht aus. Das werden wir dann in einem extra Video machen. So, ich packe mal die anderen Sachen beiseite und komme jetzt zu den Diamond Paintings. Weswegen ihr ja eigentlich eingeschaltet habt. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, Do-It-Yourself Digital Art ist vielfältig und hat so viele tolle Produkte. Ich liebe diese Seite, abgöttisch. Ja, ich könnte da stundenlang drauf shoppen. Ich freue mich schon, ich würde mich freuen, wenn Do-It-Yourself Digital Art noch mehr von diesen Funk-Pop-Figuren rausbringt. Den Jon Snow zum Beispiel. Oder Arya oder dem Wolf oder, ja, ich würde sie alle kaufen. So. Dann packen wir mal das erste Diamond Painting aus. Ich muss da mal kurz reinschneiden. Es gibt gerade hier was. Ich habe mir zwei schöne Bilder ausgesucht. Ihr wisst ja, ich habe schon sehr, sehr viele Bilder. Und mir fällt die Wahl wirklich mittlerweile sehr schwer. Aber. Der musste sein. Ja. Hat runde Steinchen. Und. Die Nadine, die Pinkies Kreativwelt, hat ein Super Mario-Bild vor kurzem fertiggestellt. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, ich muss auch mehr Super Mario haben. Ich habe jetzt schon ein großes und dann habe ich dieses hier. Das musste sein. Es musste einfach sein. Ja? Für die Nerd-Ecke. So, wir haben viele schöne runde Steinchen. Und zwar grün, rot, blau. Guckt euch mal diese Farben an. Das schaut gut aus. Die Hauttöne sehen auch super aus. So. Hup. Es fixiert immer an der falschen Stelle. Wir haben hier keine DMC-Farben. Das ist aber auch nicht schlimm. Runde Steinchen hebe ich mir eh nie auf. Die packe ich zusammen zum Basteln. So, dann haben wir hier ein Standard-Toolkit. Ist ja klar. Na, ist ja auch nicht schlimm. Packe ich mir wieder in meine Toolkit-Schublade. Und wir haben 25 Farben, was echt schön bunt sein wird. 30x40. 25 Farben. Ich zeige euch mal den Druck. Der sieht top aus. Ja, und mit runden Steinen wird das Bild super schnell gehen. Klar, ein bisschen verpixelt, weil halt sehr klein. Aber es wird gut rauskommen. Es hängt ja dann eh und dann sieht es gut aus. Dann sieht es so aus. Ja? Ihr sitzt davor, dann sieht es so aus. Und von Weitem, wenn es hängt, sieht es so aus. Immer dran denken. Ja? So. Wir packen das mal zur Seite und gucken mal ins nächste Bild rein. Ich bin irgendwie neugierig. Ich bin neugierig. Und ich glaube, wir gucken gleich doch noch mal ins Puzzle rein. Ich muss sehen, wie das aussieht, wenn runde Puzzleteile da so... Also, abgerundet. Ja, habt ihr schon mal bei Do-It-Yourself Digital Art bestellt? Kennt ihr die Seite überhaupt? Wenn nicht, schaut euch die mal gerne an. Die ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach unter meinem Video gucken, da diesen... Beschreibungskasten öffnen und schauen. Eine super Seite, ich sag's euch. Ich sag's euch wirklich. Ich empfehle nicht viele Seiten mit vollem Herzen. Aber diese Seite hat's mir wirklich angetan. Ihr bekommt da ja auch Stanzmaschinen, Stanzschablonen. Ihr bekommt da wirklich alles. Und ich weiß, dass viele von euch auch basteln. Ja. Und da sind Stanzschablonen für Karten und so natürlich super. So. Hier haben wir eins, das ist ein bisschen verpixelt. Ein bisschen sehr ver... Oh, das ist zu klein gewählt worden von mir. Okay, aber für zwischendurch ganz niedlich. Ja, also von weit weg geht's. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Von weit weg geht's. Aber solche Bilder, das ist ein Beispiel dafür. Solche Bilder nehmt bitte mindestens in 50x50. Mindestens. Ja, es ist ein gutes Bild, leider zu klein.
Deswegen, ich hoffe, dass die ganzen Händler, auch Do-It-Yourself, Digital Art und die anderen, nehmt euch zu Herzen, solche Bilder, verkauft die bitte nur in den Größen, wo da nicht so eine Verpixelung kommt. Verkauft die in den Größen, wo die Zuschauer, also die Käufer auch den Spaß dann dabei haben werden. Immer in den passenden Größen verkaufen oder so, dass man sich die Größe auswählen kann oder auswählen kann, ob man ein Toolkit dabei haben möchte oder nicht. Das ist natürlich auch eine super Variante, weil viele von den Diamond Painters haben schon tausende von den Toolkits und wenn die Möglichkeit besteht, einen Haken zu setzen, ob man das Toolkit mit dabei haben möchte oder nicht, das wäre super. Ja, also ich finde das Bild jetzt okay. Ich werde es auf jeden Fall painten. Das ist was für zwischendurch für mich. Aber es ist sehr verpixelt und viele Leute, die das kaufen, werden so ein bisschen enttäuscht sein. Weil es wirklich, ihr seht ja, man erkennt das Gesicht kaum. Also, Do-It-Yourself Digital Art, ihr Lieben, guckt, dass ihr dieses Bild in größer bekommt. Es ist ein super schönes Bild. Guckt, dass ihr das in größer bekommt. Das würde ich sofort nehmen. Ja, wir haben dabei runde Steinchen. Ja, und dass ich das jetzt gesagt habe, ist wichtig, weil nur so die Händler was verbessern können. Man muss auch sagen, was verändert werden kann. Und das ist halt die Größe bei manchen Bildern. Und die Möglichkeit, ein Toolkit zu wählen oder abzuwählen. Das ist natürlich echt klasse. So. Also, der Druck ist super. Ja, die Qualität des Druckes ist gut. Wir haben 20 Farben, keine DMC-Nummer, das ist auch nicht schlimm. Aber halt die Größe ist etwas zu klein. Wie gesagt, mein Wunsch wäre es, wenn es dieses Bild nochmal in größer gäbe. Das wäre fantastisch. Fantastisch. Ich werde dieses Bild aber nichtsdestotrotz machen. Na, ich habe es ja nicht umsonst ausgesucht in der Größe, damit ich euch zeigen kann, dass kleine Größen nicht immer die besten sind. Aber ich liebe Ariel, von daher painte ich es. So. Vielen lieben Dank an Do-It-Yourself Digital Art für diese tollen Bilder. Ich finde es Wahnsinn. Die Zusammenarbeit macht super viel Spaß. Ja. Ich zeige euch jetzt aber auch nochmal das Puzzle. Für die, die es nicht sehen möchten, die können jetzt schon abschalten. Ich zeige nochmal das Puzzle. So. Ta-ta-ta-ta. Das ist so schön. Wahnsinn. Und toll verpackt im Karton, eingeschweißt noch. Also, gut zum Verschenken. Ne? Also, wenn ihr dieses hier bestellt, ist es eingeschweißt und ihr könnt es verschenken. Das ist super. Das ist echt toll. Gerade jetzt vor Ostern. Ein guter Tipp. Kurz vor Ostern so ein Puzzle verschenken für die ganzen Lockdown-Phasen, die wir haben. Ist das doch eine super Beschäftigung. Ja? Und die haben auch Puzzlematten. Also, wenn ihr sowas braucht. Pack mal eben aus. So. So. Da ist es. Das schöne Stück. Da ist noch Tesafilm dran. Ja, da müssen wir ja auch mal wieder mit der Schere ran hier. Ach. So. So. Und die Puzzleteile sind auch nochmal verschweißt. Das sind schöne, dicke Puzzleteile, wie ihr sehen könnt. Kann ich jetzt nicht auspacken, das lasse ich noch geschlossen. Aber ihr seht, hier zum Beispiel, die sind schön dick. Schöne, dicke Puzzleteile. Das ist ja der Hammer. Gefällt mir super. Ich werde ja extra Videos und extra Streams machen mit Puzzeln. Und ich freue mich darauf. Oh, das wird was. Das wird was. Ja, wie gesagt, all diese Produkte habe ich von Do-It-Yourself Digital Art. Oh, und ich bin begeistert. Es gibt übrigens Do-It-Yourself Digital Art mit .com und mit .de. Ihr könnt euch also auf deutscher Seite austoben. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme mir Diamond Paintings, aber ich muss die anderen Sparten auch mal probieren. Was auch mal wichtig ist. Tobt euch aus. Guckt, worauf ihr Bock habt. Ja? Da sind Geschenkideen, da sind nerdy Sachen, ja. Hier, das ist einfach der Hammer. Ich sag's euch. So, ich guck mal eben, wann habe ich hier bestellt? Das war die Verfolgungsnummer habe ich am 1.3. gekriegt und am 6.3. kam es an. Das waren 5 Tage nach Versand.
Das ist ein Hammer. Also ihr müsst ungefähr eine Woche warten, kann man so sagen. Circa eine Woche. Das ist recht schnell. Also das ist der Wahnsinn. Da bin ich begeistert jetzt. Ja. Vor allen Dingen, ich hab ja die Sachen ausgesucht und dachte mir, oh, ich kann kaum abwarten, ne? Und dann war das Paket gestern da. Der Hammer, ich sag's euch, ich sag's euch. Ja, wie gesagt, so. Was kann ich dazu noch sagen? Abschließende Worte. Ich sage dazu, wenn ihr möchtet, tobt euch auf der Seite aus. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, viel Spaß mit den Produkten, ne? Vielen lieben Dank, Do-It-Yourself Digital Art, für diese Kooperation. Ich bin total geflasht. Ich habe meinen Adrenalinkick hoch 10 durch diesen Traum, der mir erfüllt worden ist. Ja, diese Spieluhr. Den Wunsch habe ich schon länger. Und genau wie diese Figur. Und die Diamond Paintings sind auch wundervoll. Ja, das eine habe ich extra klein gewählt, um euch zu zeigen, dass kleine Größen nicht immer gut sind. Aber ich mag es trotzdem. Vielen lieben Dank für alles. Ich freue mich, diese Produkte testen zu dürfen mit euch zusammen. Das wird ein Spaß. So, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, beim nächsten Video von mir. Und bis dahin, bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Tschüss, eure Anni.